Hallo du hinterm Bildschirm und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Ich versuche ein Buch zu schreiben. Ich habe euch vor ein paar Monaten das erste Video dieser Reihe hier gemacht, wo ich euch erzählt habe, dass ich gerade an meinem ersten Buch schreibe und versuche, einen Roman zu schreiben sozusagen. Das Ganze war nur der Auftakt einer Reihe und jetzt möchte ich mit euch über meinen aktuellen Fortschritt reden, beziehungsweise vor allen Dingen auch über das Thema Motivation, Routine und über den kommenden NaNoWriMo, der vermutlich eine große Rolle bei mir spielen wird, weil ich mir jetzt vorgenommen habe, im November tatsächlich daran teilzunehmen. Aber von vorne. Eure Reaktionen zu diesem letzten Video waren wirklich phänomenal. Die haben mich so sehr motiviert, weil sie mir das Gefühl gegeben haben, dass dort draußen tatsächlich Leute sind, die das interessiert, was ich schreibe und dass vielleicht das Ganze nicht nur in meinem Kopf bleiben wird, sondern irgendwann vielleicht auch an andere Leute irgendwie hinausgetragen wird. Ich war für einen kurzen Moment wirklich inspiriert, habe geschrieben wie ein Irrer und dann ist es komplett abgeflaut. Ich glaube, seit dem letzten Video habe ich nicht einmal 10.000 Wörter geschrieben. Ich bin mit meinem Manuskript überhaupt nicht vorangekommen und ich versuche so ein bisschen nachzuempfinden, woran das eigentlich liegt. Es liegt nicht an mangelnder Inspiration, auf gar keinen Fall. Und ich weiß auch, wohin meine Story gehen muss, wohin sie gehen wird. Ich habe das Buch mehr oder weniger geplottet. Ich weiß jetzt nicht im genauesten Detail, was alles passiert. Das ist etwas, das ich im Schreibprozess auch für mich teilweise noch herausfinde, aber ich kenne die groben Züge des Buches, ich weiß, wie die Kapitel eingeteilt sind und es ist nicht so, als würde ich einfach blind drauf losschreiben, sondern ich habe schon einen gewissen Plan. Was mir fehlt, ist Routine. Routine im Schreiben und was mir auch fehlt, ist das richtige Mindset. Ich bin seit ein paar Monaten nicht mehr in Kurzarbeit, das heißt, ich habe wieder einen geregelten Tagesablauf, wo ich um 8.30 Uhr aus dem Haus gehe und um 18.30 Uhr wieder zu Hause bin. Und da ich ja hauptberuflich in einer Werbeagentur arbeite und viel am Rechner sitze, habe ich dann nach dieser Arbeit wirklich wenig Lust, mich wieder an den Rechner zu sitzen und noch mehr zu schreiben. Und gerade wenn man aus dieser Phase der Kurzarbeit rauskommt, wo man ja 10 Stunden die Woche irgendwie gearbeitet hat und dann plötzlich wieder 40 Stunden die Woche arbeiten muss, das hat mein Körper nicht auf die Reihe bekommen. Da musste ich mich erstmal irgendwie so ein bisschen dran gewöhnen. Und deswegen hatte ich immer so ein bisschen Probleme, mich wirklich darauf einzulassen. Ich habe das auch im letzten Video schon erwähnt. Ich bin ein Mensch, der Dinge entweder ganz oder gar nicht macht. Und es fällt mir wirklich schwer, mir selbst auch den Titel Autor zu geben oder Schriftsteller zu geben oder Buchschreiber zu geben, um mal ganz klein anzufangen. Es gibt Leute, die sind der Ansicht, und das ist auch ganz richtig, meiner Meinung nach, dass man schon Autor ist, sobald man einfach für sich selbst schreibt. Das hat nichts damit zu tun, ob man jemals irgendwie etwas veröffentlicht hat oder sonst irgendetwas. Trotzdem kann ich mich so nicht bezeichnen, weil ich noch nie etwas veröffentlicht habe, weil ich nach wie vor nicht weiß, ob das, was ich schreibe, eigentlich gut ist. Und ich glaube, in meinem Kopf muss irgendwie so ein Schalter umgelegt werden, damit ich mich voll und ganz auf dieses Buch konzentrieren kann. Stichwort Schreibroutine. Ich brauche einfach eine Routine und ich muss dem Ganzen eine gewisse Priorität geben und dann komme ich mit dem Schreiben voran. Da glaube ich ganz, ganz fest dran. Dementsprechend lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe so gut wie nichts geschrieben. Mein Fortschritt ist quasi non-existent. Und das möchte ich jetzt ändern. Und darum geht es eigentlich wirklich in diesem Video hier. Denn Gott sei Dank findet im November der NaNoWriMo wieder statt. Der NaNoWriMo ist eine Non-Profit-Organisation sozusagen, die hauptsächlich im Internet stattfindet, wo alle möglichen Autoren und Möchtegern-Autoren und Schreiberlinge zusammenkommen, um 50.000 Wörter im Monat November zu schreiben. Das Ganze wird begleitet von Livestreams, von Schreibgruppen, von Foren. Es gibt da eine riesige Community, die sich rund um den NaNoWriMo irgendwie zusammengefunden hat. Und das ist etwas, was mir unglaublich viel Motivation geben kann.
Ich möchte diese 50.000 Wörter auch schaffen. Ich möchte nicht als Loser dastehen, ich möchte es einfach schaffen. Und das ist eine ganz große Motivation, der ich ab sofort nachgehen werde. Gott sei Dank bin ich so ein bisschen so ein Frühaufsteher, beziehungsweise eigentlich nicht, wenn ich arbeiten gehe unter der Woche, aber ich habe kein Problem damit, früh aufzustehen. Das war schon immer so. Und dementsprechend habe ich mir vorgenommen, im November einfach noch eine Stunde früher aufzustehen, um dann von 6 bis 7 Uhr morgens einfach zu schreiben. Einfach die Tür abzuschließen, das Internet auszumachen und einfach eine Stunde lang zu schreiben. Egal, ob ich dann 10 Wörter schreibe oder 1000 Wörter, jedes geschriebene Wort ist halt einfach gut. Man kann auf den geschriebenen Wörtern aufbauen. Es muss nicht unbedingt perfekt und poliert sein. Ganz und gar nicht. Ich werde bei diesem Vorhaben auch Unterstützung bekommen. Zum einen von Vilja und zum anderen von Lia Katrina. Die kennt ihr vielleicht beide auch hier von BookTube. Und ja, das sind auch zwei Leute, die gerne einfach schreiben. Und dieser Austausch, den ich mit diesen Leuten habe und auch dieser Austausch mit euch, der ist es einfach, der mich so motiviert. Und der wird mit dem NaNoWriMo, glaube ich, einfach nochmal exponentiell größer. Ich habe noch nie so richtig beim NaNoWriMo teilgenommen. Ich wusste immer, dass es ihn gibt. Ich habe auch immer da so ein bisschen reingeguckt. Ich habe auch mal so 2-3 Tage irgendwie die Livestreams genutzt, um ein bisschen was aufs Papier zu bringen. Aber ich habe mich nie am 1. November hingesetzt und war dann am 30. November irgendwie fertig. Das ist bisher noch nicht vorgekommen. Ich habe wohl mal beim kleinen Bruder des NaNoWriMos, bei Camp NaNoWriMo mitgemacht, der, glaube ich, im März oder im April stattfindet, irgendwie sowas, und habe da, glaube ich, sogar fast 30.000 Wörter geschafft. Das war allerdings 2015 oder 2016 oder so mit einer Geschichte, an die ich mich gar nicht mehr so gut erinnern kann, die ich mittlerweile auch längst verworfen habe. Ich glaube, die existiert einfach gar nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass diese Zeit damals sehr motivierend war. Und das versuche ich jetzt in diesem Jahr hier zu replizieren. Zumal wir ja im November sowieso wieder im Lockdown sind in Deutschland, kann man die Zeit vielleicht einfach nutzen, um die Kreativität mal sprühen zu lassen und um einfach mal produktiv zu sein in diesem Sinne. Und ich dachte mir, für dieses Video hier können wir ja zusammen uns mal bei NaNoWriMo anmelden. Also wenn ihr gerade am Schreiben seid und wenn ihr Bock habt, dann meldet euch doch auch mal an bei NaNoWriMo. Vielleicht können wir auch zusammen einfach irgendwie eine Facebook-Gruppe oder sowas eröffnen, wo wir uns austauschen. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mal hier in die Internetseite und melde mich mit meinem Buch an. So, ich habe jetzt hier schon mal die NaNoWriMo-Seite einfach geöffnet. Ich kannte tatsächlich mein Login auch noch. Ich heiße da auch Filzosophie einfach. Und sehe hier tatsächlich das Buch, über das ich vorhin mit euch gesprochen habe, das ich beim Camp NaNoWriMo im Juli 2015 schreiben wollte. Und ich habe immerhin 25.000 Wörter geschafft. Und offensichtlich habe ich sogar ein eigenes Cover dafür gebastelt. Und offensichtlich hatte ich auch einen Titel, nämlich Tag der Lotterie, Day of Lottery. Es war ein dystopisches Science-Fiction-Drama. Und jetzt, wenn ich gerade darüber nachdenke, kann ich mich sogar noch daran erinnern, worum es grob ging. Ich will hier gerade mal kurz reingucken, ob da irgendetwas dabei steht. Ach, tolles Cover habe ich damals designt, auf jeden Fall. Ist auch immer so eine Sache, wenn ich mir selbst ein Cover designe für meine Story, dann motiviert mich das auch irgendwie total. Ach krass, schaut mal, ich habe hier sogar eine Summary geschrieben schon zu dem Ganzen und ich erinnere mich jetzt auch wieder voll, worum es geht. Oh Gott, das ist ein bisschen peinlich eigentlich. In Fortidas, einer Stadt der Sünde, des Glücksspiels und der Gewalt, gibt es 2 Regeln. Regel Nummer 1, jeden Monat müssen die Bürger am Tag der Lotterie teilnehmen, auch jene, die kein Geld haben, um alles auf eine Karte zu setzen. Regel Nummer 2, das letztgeborene Kind des Präsidenten wird zum Erbe des Throns. Das war so ein bisschen die Idee, an der ich mich langgehangelt habe bei diesem Buch hier, das ich damals geschrieben habe. Genau, ich kann mich noch erinnern, das Ausgangspunkt war, dass wir einen Thronanwärter haben, der dann aber plötzlich seinen Thron entzogen bekommt, weil seine Eltern noch ein Kind in die Welt setzen. Und da er der Letztgeborene immer König wird, ist der dann voll rachsüchtig und so. Das war, glaube ich, so ein bisschen die Thematik von diesem Buch. Das war sehr High Fantasy, sehr Science Fiction. Das Setting war so eine Casino-Welt und ja, vielleicht finde ich irgendwann mal wieder das, was ich da damals geschrieben habe, aber weiß ich nicht, ich habe es irgendwie nie weiter verfolgt. Also das war irgendwie so ein Spaßprojekt, glaube ich. So, aber ich gehe mal wieder zurück, denn was ich ja eigentlich machen wollte, ist mich
diesen Monat bei NaNoWriMo zu registrieren mit meinem Buch, das ich jetzt gerade schreibe und das ich auch schon wirklich seit langer Zeit schreibe und über das ich hier die ganze Zeit bei YouTube rede. Also, Announce Your Novel. Was ist der Name deines Projekts? Ja, das bin ich jetzt hier voll am Revealen. Mein Arbeitstitel lautet Die Zukunft unserer Vergangenheit. Zugegebenermaßen kein furchtbar guter Titel, aber das ist immer so das, wie ich mein Projekt genannt habe. Also ZUV in dem Sinne als Abkürzung. Was ist dein Projektstatus? Auf jeden Fall in Progress, also ich bin gerade noch dabei. Wie viel Privatsphäre möchtest du? Only me, Buddies oder Public? Ich nehme mal Public, weil, keine Ahnung, wenn es euch irgendwie interessiert, dann könnt ihr gucken, wie weit ich irgendwie gerade bin. Ja, es ist auf jeden Fall ein Novel. Associate with the NaNoWriMo Event. Ja, NaNoWriMo 2020 auf jeden Fall. Das ist ja das, wofür ich mich hier gerade registriere. On to your goal. So. Ja, weil es halt NaNoWriMo ist, kann ich diese Sachen hier nicht editieren. Es müssen 50.000 Wörter sein. Ich starte am 1.11. morgen und bin dann hoffentlich am 30.11. fertig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich mit diesen 50.000 Wörtern das Buch komplett fertig kriege. Wahrscheinlich eher nicht, aber es geht eben einfach darum, 50.000 Wörter zu schreiben. Weil 50.000 Wörter zu haben oder nicht zu haben, ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Ja, on to details. Das sind jetzt alles Sachen, die ich hier in diesem Video total revealen würde, worum es geht, welches Genre das ist und so weiter und so fort. Ich weiß noch nicht, ob ich dafür bereit bin, also halte ich es mal so ein bisschen vage und sage einfach, dass es Zeitreise, Romantik, Drama und vielleicht ein ganz klein wenig Comedy. So, Project Summary, das werde ich jetzt hier für dieses Video nicht eintragen, auch einen Auszug auch nicht, weil das einfach ein bisschen, noch zu privat, noch zu geheim ist. Ich bin noch nicht in einem Punkt angekommen, wo ich das mit euch teilen kann. Das Pinterest-Board hinterlege ich hier auch später, aber ich sichere jetzt erstmal das Projekt und zack, jetzt ist man schon irgendwie hier registriert. Also Find Buddies, wie gesagt, wenn ihr mich adden wollt, dann könnt ihr das unter Filz-Osophie machen. Und ich bin sehr gespannt, was da jetzt auf mich zukommt und ob ich das wirklich packe, 50.000 Wörter im November zu schreiben. So, das war der Startschuss zum NaNoWriMo für mich. Morgen geht es los. Und ihr werdet bestimmt bei Instagram immer mal so ein paar Updates bekommen, wie es so läuft, wie das Buch aktuell weitergeht und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video hier und dass euch diese Reihe irgendwie hilft, selbst kreativ zu werden, schreibt mir gerne unten einen Kommentar auf jeden Fall. Jetzt sage ich erstmal danke fürs Zuhören, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und ciao.